Servus Freunde, in diesem Video vergleichen wir den neuen WLTOYS 144011 mit seinem Vorgänger, dem WLTOYS 144001. Der Vorgänger war ein sehr beliebtes RCK, günstiger Einstiegspreis, sehr sehr gutes Fahrverhalten, schön stabil und auch gutes Aussehen. Und in diesem Video schauen wir uns die Version 2 an. Ich werde euch kurz den Verpackungsinhalt zeigen und dann werden wir auf jede einzelne Neuerung eingehen, die der neue WLTOYS so mit sich bringt. Und so viel sei schon einmal gesagt, es ist tatsächlich mehr als gedacht und es ist nicht nur das Lichtkit, welches hier neu ist. Wie immer findet ihr einen Link unten in der Videobeschreibung, wobei es meinem Kanal wirklich sehr hilft, wenn ihr auch über diesen kauft. So Freunde, schauen wir uns ganz schnell den Verpackungsinhalt noch an. Dort kriegen wir einmal diesen schönen Heckspoiler, dann kriegen wir Schrauben und den entsprechenden Mount dafür, als auch zwei weitere Karoklammern. Gab es beim Vorgänger tatsächlich nicht, da waren keine weiteren Karoklammern mit dabei. Dann gibt es hier noch unseren typischen WLTOYS Schraubenzieher, ein Radschlüssel, damit wir unsere Räder demontieren bzw. montieren können, hier auch aus schönem Metall, die finde ich immer sehr, sehr schön. Und unser Aufladegerät mit einem USB-A-Stecker, das ist leider relativ langsam, also es reicht aus, wenn ihr nicht so oft fahrt, aber es dauert schon lange mit dem aufzuladen, also ungefähr 2 Stunden. Kauft euch der lieber ein Chance Ace iMAS Mini, mit dem ladet ihr eure Akkus deutlich schneller auf. Ansonsten haben wir hier natürlich noch unsere Bedienungsanleitung. Diese ist WLTOYS typisch sehr schön gehalten, wenn ich sie hier aufkriege, einhändig. Da sehen wir alles mögliche gut erklärt, wie zum Beispiel das Auto aufgebaut ist, Ersatzteilnummern und so weiter. Ist wirklich schön gemacht, gefällt mir gut und da kommt ihr definitiv gut mit zurecht, vor allem auch, wenn ihr in das Hobby erst eingestiegen seid. So Freunde, ich würde sagen, ich montiere jetzt direkt einmal hier den Heckspoiler, dann gehe ich ganz kurz auf das Auto drauf ein und dann werden wir hier im Detail den neuen WLTOYS mit der Vorgängerversion vergleichen und so viel sei schon einmal gesagt, es sind doch recht viele Unterschiede tatsächlich. Außerdem erhalten wir im Verpackungsinhalt diese WLTOYS Fernsteuerung, das ist die neuere bzw. die mit der noch blauen Farbgebung, mittlerweile ist es ja eine rote Farbgebung, aber funktional genau die gleiche wie die anderen neuen WLTOYS Funken. Wir haben hier vorne zum Beispiel noch so ein Fach, da können wir unser Handy reinklemmen. Ja, ob man das jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ein nettes Feature definitiv. Ansonsten können wir hier nach wie vor unser Vorteltrim einstellen, also auch das Steering Trim. Und wir haben hier eine schöne Einhandbedienung durch dieses Kunststoffteil. Hier finde ich es sehr, sehr schön. Außerdem haben wir hier Mussgummi drauf und insgesamt liegt die Fernsteuerung gut in der Hand. Ihr braucht hier noch 4x AA-Batterien und dann seid ihr auch schon ready to go anschalten. Könnt ihr den ganzen Spaß hier und hier nochmal so ein kleines Loch, damit ihr die auch schön transportieren könnt, zum Beispiel mit irgendeiner Schlaufe. Liegt jetzt gut in der Hand. Ich finde tatsächlich auch, dass sich diese Fernsteuerung hochwertiger anfühlt als die vom alten WLTOYS 144001. Das ist also definitiv schon einmal eine Verbesserung. Jetzt würde ich aber sagen, montieren wir direkt einmal hier den Heckspoiler, damit wir hier einen schönen Designvergleich haben. Und dann werde ich kurz ganz generell auf diesen WLTOYS hier eingehen und im Anschluss werde ich ihn mit der alten WLTOYS Version hier vergleichen. Übrigens, kleiner Funfact, was mir hier gerade eben aufgefallen ist, es werden tatsächlich 6 Schrauben mitgeliefert, obwohl wir nur 4 brauchen. So Freunde, der Heckspoiler ist nun montiert. Schauen wir uns den WLTOYS nun etwas genauer an. An sich ist es ja die exakt gleiche Formgebung wie vom Vorgänger. Was aber hier wieder sehr schön auffällt, das ist ein 1:14er Buggy. Sieht sehr hochwertig aus. Mir gefällt auch dieses Blau sehr, sehr gut. Wir haben hier recht viel Aluminium verbaut. Hier diese schönen grippigen Reifen, die mir nach wie vor sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn andere WLTOYS Modelle, zum Beispiel die Brushless Version von dem hier, noppenartigere hat mit größeren Noppen. Aber ich finde, die sind tatsächlich sogar besser als die von den neuen WLTOYS Modellen. Ansonsten ist er recht flach und sportlich gehalten. Wir haben hier eine schöne Karosserie, die das hier alles schön abrundet. Es kommt auch nicht allzu viel Dreck rein. Das finde ich auch immer sehr positiv an diesen WLTOYS Buggies. Hinten eben der schöne Heckspoiler und ganz generell ein sehr hochwertiges Auftreten. Als Chassis haben wir hier noch ganz oldschool quasi. Die 1:12er WLTOYS Modelle haben das ja nicht mehr. Haben wir hier ein Metallchassis aus Aluminium. Mit dem hatte ich bisher noch nie Probleme bei WLTOYS. Besonders bei der 1:14er und 1:12er Version. Das ist mir noch nie verbogen, das ist ein sehr stabiles Chassis in der Vergangenheit gewesen. Die Karosserie wird dann hier mit 2 Karoklammern befestigt, die tun wir jetzt auch einmal hier abziehen. Und dann schauen wir uns kurz hier den Innenraum an, obwohl da gibt es schon sehr, sehr viele Neuerungen. Deshalb werde ich da jetzt gar nicht so krass drauf eingehen, weil das werde ich ja gleich im Detail mit euch vergleichen. Jedenfalls haben wir hier unseren schönen 2S Lipo, ist ein 2200 mAh Lipo, also ein größerer als bei der Vorgängerversion. Ansonsten haben wir hier unseren schönen fetten Brushed Motor, also ein 550er
unser 35 Ampere ESC 2-in-1 leider auch prascht mit schönen großen Kühlrippen hier. Dann unser 5-Kabel-Servo. Das finde ich auch ein bisschen ärgerlich, dass es immer noch ein 5-Kabel-Servo ist. Dazu aber gleich noch mehr und recht viele weitere Kabel, kann man hier schon mal erkennen. Ich würde sagen, Freunde, eine letzte Sache noch, bevor ich den WLToys, den neuen, mit dem alten vergleiche. Ganz generell, der Antriebsstrang ist ein sehr robuster. Wir haben hier überall Metalldifferenziale, also auch Metalldiff-Innereien. Wir haben hier CVDs vorne. Dann haben wir Dogbones hinten und ganz generell einen sehr robusten Antriebsstrang. Hauptzahnrad ist aus Plastik, das Ritzel ist wieder aus Metall. Da hatte ich bisher aber keine Probleme mit. Insgesamt ein sehr solider Antriebsstrang, auch mit dieser schönen roten Aluminium-Mittelantriebswelle. So, Freunde, ich würde sagen, schauen wir uns nun die beiden WLToys-Generationen im Vergleich einmal an. Rein optisch, was ich aber eher so einen kleineren Unterschied tatsächlich finde, sind einfach andere Farben bei den Karosserien. Hier eben ziemlich viel Blau, da gemischt mit Blau und Grün. Welches euch der bessere fällt, ist, glaube ich, ziemliche Geschmackssache. Ich finde es jedenfalls schön, dass das hier auch schön color-matched ist, zum Beispiel mit den roten Stoßdämpfern hier und hier eben den blauen Stoßdämpfern, gefällt mir gut. Aber das war es tatsächlich auch schon von den optischen Unterschieden, sofern sie nicht eingeschaltet sind. Dazu gleich noch mehr. So, Freunde, was fällt direkt als erstes auf? Und das war auch so ein kleiner Kritikpunkt, beziehungsweise ein relativ großer Kritikpunkt teilweise sogar, beim WLToys 1:14er Buggy, und zwar die vorderen Antriebswellen als auch die hinteren. Die sind zwar auch CVDs und auch aus Metall, aber relativ dünn und die sind recht gerne schnell verbogen. Beim neuen hier haben wir deutlich fettere, also wenn man sich hier mal das so im Vergleich anschaut, die sind deutlich dicker geworden. Das ist also schon einmal eine große Verbesserung hier. Was auch direkt auffällt hier an der Front zum Beispiel, hier vorne haben wir Schrauben, hier haben wir keine Schrauben drin. Das liegt daran, weil dieser WLToys tatsächlich ganz anders aufgebaut ist von der Aufhängung her, beziehungsweise wie dieser Front Bulkhead verbaut ist. Wir haben hier nämlich, das wird übrigens auch recht oft gerne bei den Draxas XRT und XMAX nachgerüstet, eine kleine Madenschraube, die das Ganze hier hält. Das heißt, die Kraft, wenn ich zum Beispiel ärgerlich lande, wird hier schön auf beide Seiten verteilt und der Stift kann nicht einfach rausfliegen, eben weil er mit so einer Madenschraube befestigt ist. Beim 144001 hingegen, ich mache mal hier kurz die Karo-Klammer noch ab, da ist das noch anders. Da gibt es so das nicht, da könnte der Stift einfach auch rausfallen. Das ist also schon einmal eine große Änderung hier von der Aufhängung. Da hatten sie nicht viele Probleme mit, aber ein paar hatten die. Das werden sie mit dieser neuen Version also nicht mehr haben. Was dafür aber gleich geblieben ist, auf den ersten Eindruck, ich weiß nicht, ob sie ein anderes Material verwendet haben, aber die Stoßdämpferbrücken sind hier exakt die gleichen, sehen sogar genau gleich aus. Gut, hier glänzen sie noch ein bisschen mehr, liegt aber einfach daran, weil sie noch neuer sind. Ansonsten von vorne, wenn wir uns den hier so anschauen, finde ich sich recht ähnlich, auch mit den Reifen hier ziemlich ähnlich. Was dann aber schon deutlicher wird, wenn man genauer hinschaut, sind hier diese neuen LED-Lichter, die hier montiert sind. Dazu lache wirklich gleich noch mehr. Interessant finde ich dabei übrigens, dass es diese Vorrichtung tatsächlich schon bei der Vorgängerversion gibt. Was auch wieder gleich ist, sind die Ölstoßdämpfer. Ich finde allerdings, dass die von der neuen Version, kann natürlich auch daran liegen, weil es einfach neuerer ist und da noch alles an Öl drinnen ist. Ich finde tatsächlich, dass die neue Version deutlich besser dämpft, ein deutlich besseres Stoßdämpfungssystem hat. Das ist bei der alten Version, finde ich, nicht so gut. So, Freunde, schauen wir uns nun auch den Innenraum an. Und wenn wir uns hier so den Innenraum anschauen, fällt auf, recht ähnlich, aber bei genauerem Betrachten dann doch ziemlich unterschiedlich. Wer hätte es gedacht? Ähnlichkeiten. Servo ist hier genau das gleiche verbaut. Allerdings haben wir hier ein weißes Servohorn, aber ist effektiv eigentlich genau das gleiche. Wir haben hier nach wie vor unseren Aluminium-Ackermann und so weiter, die Aluminium-Mittelantriebswelle. Das ist also alles gleich geblieben. Was sich dafür aber verändert hat, ist nicht der Motor, dafür aber, wie dieser Motor hier gekühlt wird. Wir haben jetzt hier nämlich einen blauen Kühlkörper drauf. Das ist bei der Vorgängerversion nicht so. Wie effektiv dieser Kühlkörper ist, sei jetzt mal dahingestellt, weil der ist jetzt wirklich nicht groß, ist relativ klein. Klar wird er bessere Kühlperformance haben als der Vorgänger ganz ohne Kühlkörper. Aber ich denke nicht, dass es da jetzt einen weltgroßen Unterschied geben wird, weil dafür ist er einfach zu klein und ein Lüfter fehlt darauf eben auch. Was leider auch gleich geblieben ist, finde ich echt ein bisschen schade, das Servo ist ein 5-Kabel-Servo beim Vorgänger als auch beim neuen WLToys. Bisschen ärgerlich, weil wenn ihr upgraden wollt, das sind wirklich gute Servos. Die sind sehr, sehr schnell, sehr reaktionsstark und sogar wasserdicht laut WLToys. Aber wenn ihr eben upgraden wollt auf Brushless, es gibt einfach keinen unabhängigen Empfänger, die ein 5-Kabel-Servo unterstützen. Deshalb müsst ihr dann zwangsläufig immer ein neues Servo kaufen, was eigentlich sehr, sehr schade ist und kostet natürlich auch wieder extra Geld. So, was fällt dir noch weiter auf bei der Elektronik? Da haben sie ja am meisten geändert. Hier, das ESC ist nun ein 35 Ampere ESC. Hier war es noch ein 60 Ampere ESC. Beides sind 2-in-1, beides sind Brushed ESCs. Ob das 60 Ampere ESC
stärker bzw. besser ist. Auf dem Datenblatt ist es schon besser, weil es eben mehr Leistung hat mit 60 Ampere. Dafür hat das aber deutlich mehr Kühlrippen. Das war auch schon beim 1:10er Vietos Monster Truck verbaut, da allerdings noch mit ein bisschen mehr Leistung. Jedenfalls kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses ESC tatsächlich besser performen wird von der Kühlperformance als das alte ESC. Das werde ich aber noch in einem Fahrvergleich dann herausfinden. Weiter fällt dir auf, dass wir, wie gesagt, ein Lichtkit verbaut haben. Hier sind recht viele Kabel. Die Kabel sind hier alle schön verbaut. Das Management an sich finde ich jetzt nicht so schön, da hätten sie wenigstens hier noch Kabelbinder verwenden können. Aber das ist, denke ich, meckern auf hohem Niveau. Jedenfalls haben wir hier hinten auch noch Lichter verbaut und die führen eben alle hier rein. Auch in der Karosserie selber sind Lichter verbaut. Das ist übrigens auch neu hier, dieses Plastikschutzteil. Das gab es bei der Vorgängerversion nicht. Haben übrigens auch eine coole Funktion, die Lichter, das zeige ich euch gleich noch, denn da passiert nämlich etwas, wenn ihr mit dem Auto Gas gebt bzw. bremst, genauso wie wenn ihr lenkt. Was weiter auffällt ist, dass der Hinge-Pin-Holder hinten beim neuen deutlich größer geworden ist und eben auch hier wieder diese Madenschraube verbaut ist. Der ist erheblich dicker als bei der alten Version. Das ist wirklich ein sehr großer Unterschied, wie diese Bikes hier ins generell montiert sind an diesem Auto. Das ist eine sehr gute Verbesserung. Hatten übrigens die 1:12er Modelle tatsächlich schon, aber die 1:14er haben es leider nie bekommen. Ansonsten Heckbumper wieder genau gleich aufgebaut, was man hier eben noch sieht. Ja, ich glaube, der Stoßdämpfer ist ein bisschen undicht, deswegen hängt er ein bisschen runter hinten. Aber schauen wir uns nun auch noch das Heck an. Dort gibt es, also die Arme sind, schauen wir uns das jetzt mal genauer an, die Arme sind genau gleich, ja, sind identisch. Übrigens, ihr könnt auch mal sehen, wie das Chassis aussieht, wenn man mit dem fährt. Nutzt sich natürlich absolut wie jedes Metallchassis, aber dann habt ihr hier einfach mal den Vergleich, wie das nach ein paar Fahrten ausschaut. Ist aber bei jedem Metallchassis so. Jedenfalls auch hier hinten wieder, wir haben hier Schrauben. Anstatt diesen kleinen Holdern drinnen, wird einfach stabiler sein. Und wir haben auch die dickeren Antriebswellen im Vergleich zu den doch recht dünnen vom Vorgänger. Wie gesagt, besonders hinten sind die halt echt gerne schnell verbogen. Und das wird mit diesen sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr so sein. Ansonsten gibt es noch einen weiteren Unterschied bei der Fernsteuerung. Der alte WLTOYS hat die typische alte WLTOYS-Funke, die habe ich jetzt gerade leider nicht hier. Ich blende sie euch aber einfach einmal ein. Und der neue WLTOYS hat eben die neuere WLTOYS-Funke mit dieser Handy-Funktionshalterung. Die größte Neuerung an diesem WLTOYS soll ja sein dieses Lichtkit. Und das werden wir uns nun genauer anschauen. Ansonsten, nochmal, um das kurz hier abzuschließen, mir fallen jetzt keine weiteren Unterschiede auf. Sollten mir beim Schnitt noch Unterschiede auffallen zwischen diesen beiden Versionen, dann blende ich das natürlich ein. Aber das war es tatsächlich von den Unterschieden her. Es kann natürlich sein, dass sie bessere Materialien genutzt haben, beziehungsweise auch schlechtere Materialien kann ja auch sein. Jedenfalls werde ich euch das dann einblenden. Und ich würde sagen, jetzt packe ich einmal hier Batterien in die Fernsteuerung rein, damit wir uns auch das neue Lichtkit anschauen können. Denn das ist ja, wie gesagt, somit die größte Änderung an diesem neuen WLTOYS. So, Freunde. Stecken wir nun auch noch den Akku hier an und dann können wir auch direkt einmal herausfinden, wie das Lichtkit dann so ausschaut. Denn wie gesagt, es leuchtet ja nicht nur, sondern hat auch richtige Funktion tatsächlich. Und um das hier perfekt auskosten zu können, werde ich, bevor ich die Fernsteuerung hier anschalte, den einmal hochlegen auf eine kleine Halterung, damit wir auch Gas geben können und ich euch eben perfekt zeigen kann, was das Licht noch so für Funktionen hat. So, Freunde, Batterien sind nun drin. Jetzt mache ich hier die Fernsteuerung an, blinkt auch schon und hier oben das Auto. So. Ist jetzt verbunden. Hier seht ihr übrigens auch mal das Servo. Das ist sehr schnell. Ist ein bisschen schwierig einhändig zu bedienen, aber hier seht schon, das ist sehr, sehr schnell. Reagiert schön. Ich zeige es euch nachher auch nochmal, wenn er hier auf dem Boden steht. Aber das Servo bisher bei allen WLTOYS-Modellen ist immer ziemlich gut gewesen. Jedenfalls sehen wir hier direkt schon immer das Frontlicht vorne. Das ist schön hell. Wenn ich hier übrigens lenke, ja, vorne hat er keine Blinker, fällt mir jetzt auf. Aber er hat tatsächlich hinten, hat er ja auch noch Licht. So, tue ich mal die Kamera ein bisschen weiter runter. Wenn ich jetzt hier lenke, dann blinkt das. Ob das jetzt unbedingt vonnöten ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist definitiv eine coole Sache und vor allem für diese kältere und dunklere Jahreszeit auch, finde ich es tatsächlich gar nicht so verkehrt, dass dieses ferngesteuerte Auto Licht hat. Und um das Ganze jetzt auch mal genauer sehen zu können, ob dann das Licht dann überhaupt was bringt, denn vielleicht ist es ja auch nur ein Accessoire und ist gar nicht so hell, mache ich jetzt hier einmal meine Studioleuchten aus und dann können wir direkt sehen, wie hell oder wie dunkel das Licht tatsächlich ist. Und ich muss sagen, das Licht ist schon sehr hell. Also das ist super. Es ist jetzt nicht ultra hell. Also ihr werdet davon jetzt nicht krass weggeblendet. Aber es reicht definitiv aus, um damit bei Dunkelheit fahren zu können. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Und dadurch ist dieses Auto eben auch wintertauglich, was viele Autos ohne das Licht eben nicht sind. Jetzt wollte ich euch aber noch zeigen, was denn genau passiert, wenn ich hier das Licht anstecke von der Karosserie. Da gibt es ja hier diese beiden Kabel, die müssen angesteckt werden.
Und dann können wir direkt auch einmal sehen, wie das Ganze ausschaut, wenn ich Gas gebe, beziehungsweise wie das Licht hier oben funktioniert. Das sehen wir hier schon. Beziehungsweise ihr seht es noch nicht. Bisher sehe nur ich es. Wir haben hier grünes Licht. Optisch, ja, also weiß ich nicht, ich hätte tatsächlich blaues Licht cooler gefunden, weil das ganze Auto ja auch recht blau ist oder einfach weißes Licht. Aber dem ist nicht so. Jedenfalls ist es ganz cool, wenn wir hier nämlich Gas geben, dann blinkt das auch so auf. Und je weniger Gas ich gebe, zum Beispiel wenn ich jetzt hier ganz langsam nur Gas gebe, dann blinkt es nur ganz langsam, beziehungsweise blinkt es nicht mega schnell. Und sobald ich halt Vollgas gebe, by the way, hier, da geht es schon echt ordentlich ab. Aber ihr habt gesehen, sobald ich Vollgas gebe, blinkt dieses Licht eben deutlich schneller auf. Finde ich definitiv eine coole Sache, ein cooles Gimmick. Ob es das jetzt braucht oder nicht, wie gesagt, müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich finde es cool. Ob man das jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist, finde ich, jedem selbst überlassen. Wie gesagt, ich finde es ein cooles Gimmick. Ich finde es tatsächlich immer recht cool, wenn ferngesteuerte Automarken etwas Neues ausprobieren, zum Beispiel mit dem Licht hier oben. Deshalb bin ich tatsächlich ein Fan von, auch wenn ich die Lichtfarbe jetzt nicht so gelungen finde. Aber ich finde es definitiv cool. Wenn ihr das nicht braucht und sagt, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, verstehe ich das auch definitiv. Ich finde, sie hätten zum Beispiel auch das Lichtkit raussparen können und dafür dann einfach ein besseres Servo verbauen mit 3-Kabel-Eingang wäre auch eine Option gewesen, aber haben sie leider nicht gemacht. So, Freunde, das soll es nun aber auch gewesen sein von diesem Vergleichsvideo. Insgesamt gibt es doch recht viele Unterschiede. Nicht unbedingt mal das Lichtkit, das ist einfach was ganz Neues, sondern auch ganz generell an dem Antriebsstrang bzw. wie er hier so aufgebaut ist mit dem Aufhängungssystem, den Bikeheads und so weiter, finde ich eine gute Verbesserung. Ich werde mit dem definitiv auch noch fahren, weil damals war das ja so das mit beliebteste günstige RC-Car, weil er einfach so gut ist, nicht viel kostet. Er ist zwar teurer geworden als die Vorgängerversion, das liegt aber hauptsächlich an der Inflation und an anderen Gegebenheiten, die aktuell so in der Welt umgehen. Aber ganz generell ist das immer noch ein sehr, sehr gutes Auto für wenig Geld. Ich habe euch das Auto, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen bzw. auch kaufen, sofern ihr daran interessiert seid. Das unterstützt meinen Kanal nämlich sehr. Ich finde es aber schön, dass Veltos diese Version hier neu aufgelegt hat. Ich habe auch die Brushless-Version, da blende ich hier auch mal ein paar Videos ein. Und die ist auch nicht schlecht, ist eine sehr, sehr gute Variante sogar, vor allem mit der starken Brushless-Elektronik. Aber ich war tatsächlich immer mehr der Fan von diesem Brushed-Modell, weil es einfach schöner gefahren ist, hat nicht so Corging gehabt. Also gut, die Brushless-Version hat jetzt nicht starkes Corging. Aber der Brushed-Motor spricht einfach schöner an, finde ich, ist viel sensitiver beim Ansprechen. Und das hat mir jetzt eigentlich so ein bisschen gefehlt bei der Brushed-Version. Deswegen fand ich die Brushed-Version noch immer ein bisschen cooler. War auch eine schnelle, ist auch eine schnelle Rakete. Klar, den könnt ihr jetzt nicht auf 3S stockmäßig fahren mit einem stärkeren Akku. Aber ich fand tatsächlich, dass der 1:14er Brushed-Veltos-Buggy auf 3S schon overpowered gewesen ist und da wirklich nicht mehr gut gefahren ist. Deswegen bin ich ein großer Fan von diesem RCK. Jedenfalls schreibt aber auch gerne eure Meinung zu diesem neuen Auto unten in die Videobeschreibung rein, beziehungsweise ob ihr der Meinung seid, dass sich das überhaupt lohnt, dieses neue Modell hier zu kaufen und ob es euch wert ist, dafür auch extra Geld und ob es euch wert ist, dieses Lichtkit hier zu haben. Jedenfalls bedanke mich nun ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Insgesamt, Freunde, finde ich diesen neuen Veltos ein definitiv cooles Auto. Mich wundert es allerdings trotzdem ein bisschen, warum sie diese Version noch einmal rausgebracht haben und nicht genauso wie beim 1:12er Veltos, den neuen Buggys dort, auf dieses neue Kunststoffdesign gesetzt haben beim Chassis und auch den Stoßdämpferbrücken, die sind hier noch aus Metall und nicht aus Kunststoff. Aber, ein ganz großes Aber, das ist hier bisher nie alles kaputt gegangen, beziehungsweise bis auf diese Antriebswellen, als auch die Hinge-Pin-Halter, hatte diese Version keine großen Schwächen. Ist ein sehr, sehr geiles Auto immer gewesen. Deshalb verstehe ich Veltos auch auf der anderen Seite, dass sie dieses Modell hier einfach nur verbessert haben und nicht ein komplett neues Chassis für den hier entworfen haben. Denn, wie sagt man so schön, never change a running system. Ich finde es aber schön, dass Veltos diese Version hier neu aufgelegt hat. Ich habe auch die Brushless-Version und die ist auch nicht schlecht. Ist eine sehr, sehr gute Variante sogar, vor allem mit der starken Brushless-Elektronik. Aber ich war tatsächlich immer mehr der Fan von diesem Brushed-Modell, weil es einfach schöner gefahren ist, hat nicht so Corging gehabt. Also gut, die Brushed-Version hat jetzt nicht starkes Corging, aber der Brushed-Motor spricht einfach schöner an, finde ich, ist viel sensitiver beim Ansprechen. Und das hat mir jetzt eigentlich so ein bisschen gefehlt bei der Brushed-Version. Deswegen fand ich die Brushed-Version noch immer ein bisschen cooler. Ist auch eine schnelle Rakete. Klar, den könnt ihr jetzt nicht auf 3S stockmäßig fahren mit einem stärkeren Akku. Aber ich fand tatsächlich, dass der 1:14er Brushed-Veltos-Buggy
auf 3S schon overpowered gewesen ist und da wirklich nicht mehr gut gefahren ist. Deswegen bin ich ein großer Fan von diesem RCK. Und in dem Sinne, Freunde, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt doch sehr gerne in die Kommentare rein, wie euch dieser neue WLTOS-Buggy hier gefällt, beziehungsweise ob ihr nicht doch lieber die alte Version kauft, weil diese ein paar Gramm leichter ist aufgrund des nicht vorhandenen Lichtkits. Schreibt das also gerne in die Kommentare rein, auch was ihr von diesem neuen WLTOS so haltet. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.